So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Wir sind hier im verschneiten Click-Clock-Wood und haben im letzten Part das zweitletzte Puzzleteil für diese Welt gesammelt. Werden jetzt noch kurz in den Frühling zurückkehren, um uns die Biene zu holen, wobei ich nicht sicher bin, ob wir die überhaupt im Frühling, also außerhalb des Frühlings, benutzen dürfen. Und wir werden das letzte Jinjo, den letzten Jinjo noch finden. Und uns fehlen noch Musiknoten, die wir natürlich auch noch brauchen. So, ab zu Mumbo. Ja, wir sind natürlich jetzt zurück im Frühling und alles außer die Pflanze hier ist wieder auf dem Stand vom Frühling. Die Pflanze bleibt lustigerweise, wenn man sie mal aktiviert hat, in allen Jahreszeiten bestehen. Warum, weiß niemand so wirklich. Aber es ist so. Click-Clock Wood war übrigens laut Rare das schwierigste Level zu designen. Das fanden sie wohl irgendwie besonders tricky, aber es hat funktioniert und es ist gut geworden. Es ist wirklich sehr gut geworden. Das ist auch das, die Musik aus Click-Clock Wood war die erste, die Grant Kirkhope für das Spiel hier entworfen hat. Das ist also die erste Musik, die man von Banjo und Kazooie komponiert hat. Und die ist echt gut geworden, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Hey Mumbo! Verwandel mich mal bitte. So, und ich bin mir echt nicht sicher, ob wir mit der Biene überhaupt die anderen Jahreszeiten betreten dürfen. Aber wir holen uns definitiv mal ein paar Goldfedern. Falls wir es nämlich nicht dürfen, können wir damit mit Banjo in die ganzen Bärenfallen rein. So. Oh, im Winter haben wir noch 4. Ja, da fehlen noch 10 Noten, die wir sonst noch nicht gefunden haben. Aber im Winter gibt es auf dem Dach vom, ja, vom Baumhaus gibt es noch 4 Musiknoten. Na, die haben wir im letzten Part vergessen einzusammeln. Fällt mir gerade ein. Gut, aber ich glaube, hier ist wirklich tatsächlich nichts mehr. Es gibt übrigens in jeder Welt hier, außer im Herbst, da gibt es wesentlich mehr, gibt es 3, 6, 10, 16, genau, 16 Musiknoten. Interessanter Funfact, finde ich. Ich glaube, hier oben gab es mal noch ein Extra-Leben, nicht? Nee, doch nicht. Gut, schauen wir mal, ob wir mit der Biene in den Sommer dürfen. Ah, nein. Mumbo-Magie gleich aus. Ah, okay. Zauberer, alle, alle. Okay, dann eben nicht. Ich bin zwar der Meinung, dass wir hier alle Noten gesammelt haben. Aber ich glaube eben, dass hier noch ein Jinjo ist. Genau, der war nämlich gemein versteckt hier hinten. Berge gewinnen Bild zum Spielerprofil aufpolieren. Super! Yay! Dankeschön! Dankeschön! Offenbar habe ich den Erfolg auch schon freigeschaltet. Ah, wobei, nee, ich habe die Benachrichtigung in der Xbox-Einstellung, die habe ich ausgemacht. Also kann es gut sein, dass wir jetzt auch noch ein Bild bekommen haben. Cool.
Find's cool, dass uns Momo das sagt. Das passt doch. Gut. Also ich glaube, im Winter haben wir, außer den vier Noten da oben, haben wir alle. Die müssen eigentlich noch irgendwo im Herbst versteckt sein. Darum machen wir das jetzt als erstes. Es fehlen noch irgendwo 10 Noten. Ja gut, also dann geht's hier eben nur so. Ist ja auch kein Problem. Funktioniert ja auch. Ach stimmt, ja natürlich, bei dem, es gab noch ein paar Bärenfallen mit Noten. Stimmt ja. Jetzt lass mich aber hier rein, du blödes Drecksvieh. Oh, verfluchte... Okay, da ist noch eine goldene Feder, die kann ich mir noch holen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Okay. Ich glaube, ein weiteres von diesen Notenbärenfallendingern gab es oben. Wow. Oh, da ist noch ein Mumbo-Schädel. Den will ich mir eigentlich auch gerne noch holen. Ups. War ein bisschen zu wenig weit gesprungen. Hier oben auch schon mal im Herbst. Ich weiß, dass wir im Sommer hier waren. Aber im Herbst bin ich mir jetzt gerade unsicher. Besser mal nachsehen. Nicht, dass wir da irgendwas verpasst haben. Ah, ich hasse diese Blätter. Die sind im Herbst viel kleiner, habe ich das Gefühl. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. So. Ach komm! So. Ah, vergiss es. Wir machen das von oben. So was Doofes hier. Oh, waren wir bei Mumbo? Bei Mumbo waren wir, glaube ich, auch noch nicht im Herbst, oder? Wir waren bei Mumbo, als es Frühling war, um uns zu verwandeln. Wir waren bei ihm im Sommer, da war es ihm ja zu warm. Aber im Herbst waren wir noch nicht bei ihm. Weil ich glaube, da könnten auch noch Noten versteckt sein. Dann hätten wir dann, glaube ich, bald alle. Weil es gibt noch eine von diesen Bärenfallen mit Noten drin. Ich glaube, die ist ein bisschen weiter oben. Wenn es bei Mumbo auch nochmal, sagen wir, 4 gibt, dann kommen wir der Sache näher. Hier ist ein extra Leben. So, einmal hier wieder hoch. Es war doch noch eine zweite Bärenfalle mit Noten drin, irgendwo am Rumstehen, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Komisch. Wir gehen mal nochmal den ganzen Weg hoch, einfach um sicher zu sein. Weil die hätte ich schon gerne. Oder war hier oben nur ein Mumbo-Schädel? Das kann auch sein.
Ja, hier war nur ein Mombo-Schädel. Aber auch den wollen wir haben. Ja gut, gehen wir mal zu Mombo. Uns fehlen 11. Das ist eine komische Zahl. Das geht irgendwie nicht auf. Ach, verflucht. Ja, wobei, das wären 2x4 und 1x3. Das könnte schon passen. Denn es gibt im Herbst gibt's durchaus Stellen, da gibt es nur 3 Musiknoten. Im Frühling auch. Ja, das könnte schon aufgehen. Ja gut, wir schauen mal. Wir werden es rausfinden. Ach nein, die Dinger leben ja noch im Herbst. So. Gehen wir mal zu Mombo rein, mal sehen, was der so zu sagen hat. Oh, hier ist noch eine Raupe. Puh, Mombo, viel Arbeit mit Blätter auf Boden. Heute nix Zauber. Okay, schade. Wie kommen denn die ganzen Blätter hier rein? Ich will mir mal eine Türe kaufen. Also ist eine Note, 2 Noten, 3, 4. Also es fehlen definitiv irgendwo 3 Noten. Ich habe mir gerade mal den Notenplan aufgemacht. Es gibt keine 3 Noten im Winter. Es gibt keine 3 Noten auf der Hubworld. Es gibt keine 3 Noten... also es gibt noch 3 Noten in Frühling, Sommer und Herbst. Also es muss irgendwo da sein. Ich meine aber, im Herbst haben wir alle 3er Felder abgeklappert. Eins war da. Ups. Eins ist da vorne. Hier. Auf diesem Übergang. Genau. 8 Stück gab's im Adlernest. Da waren wir. 3 weitere gibt's ganz oben, so wie es aussieht. Und noch 3 bei Nepnut. Ah. Habe ich nicht gesagt, es gab noch so eine blöde Bärenfalle, wo noch Noten drin waren. Lass mich diese Noten holen. Ach Mann, jetzt brauche ich noch eine Feder. Was ist denn ein Mist hier? Ah! Okay. Aber wir wissen jetzt zumindest, wo sie sind. Immerhin etwas, nicht wahr? Ja, ja. Gut. Jetzt wird mir Cheetos Cheat helfen. Ah, ich glaube, es gibt im Winter gibt's noch ein paar goldene Federn. Von daher, wir holen uns da die 4 Noten, die uns noch fehlen, ein paar Federn und dann können wir die Welt hier auch hinter uns lassen. Oh, wobei, da oben gibt's auch noch welche. So, hier. Aber eine wird nicht reichen, oder? Nee, eine ist sauknapp. Ja. Nee, wir gehen in den Winter, holen uns die Noten auf dem Dach des Baumhauses, suchen uns ein paar gelbe Federn zusammen und dann haben wir es auch geschafft. So. Wann jetzt hier nochmal die nächste Flugplatte? Ich meine, die war hier bei Mombo. Ja, genau. Ich hoffe, mein Glas hat hier jetzt nicht zu viel Lärm veranstaltet. Baumhaus müsste hier hinten sein. Oh.
Ja. Da ist es ja. Hier gibt es praktischerweise gleich auch ein paar Honigwaben für uns einzusammeln. Und eine goldene Feder ist auch hier. Das passt ja super. So, jetzt muss ich noch hier irgendwie sauber hochkommen. Ich darf nicht den... Die Schnabelbombe darf ich nicht benutzen. Ich muss warten, bis Banjo landet. Ja, aber ich darf ihn aber noch nicht zu lange warten mit dem Huckepacklauf. So. Gutes Timing ist hier erforderlich. So, und wo die letzten drei sind, wissen wir ja schon. Von daher würde ich sagen, können wir es auch so machen, dass ich mir jetzt noch zwei, drei Federn sammle und euch den Rest reinschneide. Dann müssen wir nicht jetzt wieder zurücklaufen und ja, das habt ihr alles schon gesehen. Also wir treffen uns direkt wieder nach der nächsten Bärenfalle. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Und wir holen uns jetzt die letzten verbleibenden Noten des Spiels. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich klingen sollte. Tut mir leid. Ja, ja, schon gut, Bottles. Das hat eine etwas gespaltene Persönlichkeit. Wobei das jetzt ja multiple Persönlichkeit heißt und so ein bisschen... kontrovers diskutiert wird. Aber egal. Wir wollen jetzt hier keine psychologischen Diskussionen vom Zaun brechen. Denn wir haben die Welt soweit eigentlich durch. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Wir haben aber noch ein paar Minütchen Zeit. Von daher machen wir noch was Kurzes. Denn wir müssen noch das Puzzleteil abholen, was wir mit dem Grunty-Schalter, mit dem Witch-Switch geöffnet haben. Das bekommen wir nur mit der Biene. Und die Biene bekommen wir hier hinten natürlich wieder im Sommer, im Frühling natürlich. So, tauchen geht einfach schneller. Ja, das passiert, wenn man denkt, man könnte einen Schluck trinken, während man hier am Tauchen ist. Das war wohl nix. Ja gut, aber wir sind gleich da. Haben's gleich geschafft. Die Musik hier ist einfach wirklich Spitzenklasse. Ups. Yikes. So. Ab zu Mumbo. Gucke da. Und wir sind wieder eine Biene. Yay! Gut. Auf geht's. Nein, hier wollen uns schon die Vögel wieder fressen. Aber das wird nicht passieren. So. Raus hier. Hier oben gibt es, glaube ich, übrigens auch noch was. Ah, ein Extra-Leben. Wollen wir uns das noch kurz holen? Ja, komm.
seltsam. Können wir mit 8 extra Leben ins nächste Level dann starten. Aber jetzt holen wir uns das Puzzle ab. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben alle Puzzleteile in Banjo-Kazooie gesammelt. Ihr seht schon, das kleine Bienchen hier freut sich wie wild. Ich freue mich auch. Ihr freut euch hoffentlich auf den nächsten Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann geht's weiter zu Grundhildas, ja, letzten Versuchen, uns davon abzuhalten, Tutti zurückzuholen. Mal sehen, ob ihr das gelingt. Ich denke ja nicht. Bis dahin, schönen Tag und ciao, Leute.